One Way, No Limit. So, meine Lieben, heute gibt es mal ausnahmsweise wieder ein Video von mir. Und Thema Bodybuilding. Roman Fritz, zweite Hüftoperation. Und das Video kommt etwas unfreiwillig von mir, muss ich jetzt ganz ehrlich dazu sagen. Ich habe ja schon ein Video zu seiner ersten Hüftoperation gemacht und habe dazu meine Meinung kundgetan. Und habe ich einige Nachrichten bekommen hier aufs Handy. Unter anderem auch von einem Marco. Marco an der Stelle, ja, das war das i-Tüpfelchen sozusagen, warum ich das Video dann doch mache. Eigentlich habe ich gar keinen Bock auf solche Sachen mehr. Aber deine Ansage war dann doch nochmal etwas, wo, muss ich ehrlich sagen, ich habe es ja auch zurückgeschrieben. Ja, mach das Video nochmal. Okay, also, auch wenn es wieder bloß ein paar hundert Leute sehen, wenn es einfach ein paar Menschen dazu bewegen kann, sich in die richtige Richtung zu bewegen, ja, dann macht es ja halt trotzdem Sinn, auch wenn es bloß ein paar trifft. Also, Bodybuilding sollte heißen, Körper bilden und sollte gesund machen. Ich blende jetzt meinen Roman Fritz, um den geht es ja heute. Tja, blende ein, ist ein hoch engagierter Athlet. Absolut Respekt auf der einen Seite davon, dass man natürlich so viel Energie in sowas hineingibt, ja, in etwas, was man eigentlich weiß, dass es absolut sinnlos ist. Aber so viel Energie da reinzustecken, hoch motiviert zu sein, macht auf den ersten Eindruck natürlich schon mal. Ja, es macht dann Kämpfer aus. Definitiv auch sich nicht unbedingt gleich geschlagen zu geben, wenn das eine oder andere im Schicksal, das man zwar selber gestaltet, aber dann als Schicksal bezeichnet, sich einem widersetzt oder eigentlich Warnsignale gibt, die man ignoriert. Jetzt kommen wir schon langsam in den Content, wenn man darüber nachdenkt und versucht, das etwas in sich schlüssiger zu erklären, merkt man eigentlich, was für Wahnsinn und was für Blödsinn und was für ein Irrsinn, dass man da fabriziert und was für Nonsens, das dabei rauskommt. Deshalb eigentlich dieses Video heute und wie gewohnt von mir in den offenen Worten. Aber ganz klar, ihr habt keinerlei Motivation, an Roman Fritz zu diskreditieren. Gar nicht. Ich wünsche ihm alles, alles Gute und ich wünsche vor allen Dingen, dass das trotz seines Dagegenarbeitens so verheilt, dass er hoffentlich kein Krüppel wird oder zumindest nicht so schnell, wie es wahrscheinlich sein wird mit dem Tempo, wo er in die Richtung arbeitet. Also ich hoffe, dass das irgendwie noch zu einem anderen Ergebnis führt, als was man eigentlich jetzt schon sehen kann, wo es hintendiert. Und deshalb dieses Video und deshalb auch schonungslos die Worte jetzt von mir so, wie sie in meinem Kopf sind, aus meiner Erfahrung raus, aus 30 Jahren, jetzt nicht bloß als Sportler selber, sondern eben auch aus dem Bereich, wo ich Sportler betreut habe. Keine Angst, ich nenne dann wie immer keine Namen von den Sportlern, aber das i-Tüpfelchen, warum ich heute eigentlich das Video überhaupt mache, weil eigentlich wollte ich gar nichts machen. Einer meiner, ja, jetzt kann man sagen, langjährigen Kunden, hat mir das gestern eben gesagt, du pass auf, der ist schon wieder unterwegs, was ist da echt irre, oder? Dann sage ich, ja, aber es geht mir sonst wo vorbei, das ist nicht mein Problem, es ist seine Sache. Und dann hat mir einige Nachrichten auf meinem Handy gezeigt, dass es also schon draußen ein Interesse gibt, nochmal sich über das Thema zu unterhalten. Und das i-Tüpfelchen, wie gesagt, war eine Nachricht auf Instagram von Marco. Also Marco, nochmal an der Stelle, dass ich dieses Video mache, bist du jetzt nicht ganz unschuldig. Sei eigentlich, was du so das, der Trigger-Effekt, der mich dahin gebracht hat, nämlich mit den Worten, meine waren ja, schaut eh keiner mehr an, YouTube blockt mich ja so extrem, dass also meine Aufrufzahlen extrem tief sind und dementsprechend macht es eigentlich keinen Sinn. Also ich kriege bei YouTube im Monat ja, Maximum 12 Dollar. Also 12 Dollar im Monat heißt nicht, dass man da irgendwas rechtfertigen kann, an Zeit reinzustecken. Ich habe eine Firma, ich habe eine Familie zu versorgen, also dementsprechend macht das gar keinen Sinn. So, das war auch so die Motivation, mir auf mein Hauptgeschäft zu konzentrieren und dieses YouTube einfach mal links liegen zu lassen, weil macht für mich eh keinen Unterschied, ob ich es mache oder nicht mache. Aber da hat mir der Marco eines Besseren belehrt. Er hat mir einen sehr ausführlichen Text dann auch geschrieben auf Instagram und hat mir gesagt, wie positiv das ihn das beeinflusst hat. Und jeden Menschen, den ich draußen erreichen kann und jeden Menschen, wo es darum geht, von der einen Seite in die, ich habe eine Chance, gesund zu sein und länger zu leben, in die Richtung zu bringen. Das erfüllt mein Herz natürlich auch mit Freude und dann ist es gerechtfertigt, selbst wenn dieses Video vielleicht 5 Leute bloß anschauen. Also dementsprechend jetzt nochmal ein paar Worte, was ich zu diesem Thema denke. Also ich habe schon mal etwas gesagt zu der ersten Operation. Wenn man sich Training anschaut und man einen Zusammenhang nimmt zwischen etwas tun und etwas bekommen, also zwischen dem, ja,
Training, das man sehen kann bei ihm, dann die ganzen Punkte mit dazu, wie Schuhe, Bewegungsausführung, Intervalle etc., Belastung, also Stimulation, Regenerationsphasen etc., wo es bei mir ja im Gesundheitscontent hauptsächlich geht, um den Sportlern das beizubringen, wie man da eventuell mit Ressourcen umgehen muss, außerhalb der Sonderunterstützung, formuliere das jetzt mal so, ist es einfach ganz deutlich zu erkennen, dass er ein Trainingsathlet ist, der sich selber zerstört, und zwar fortlaufend. Diese Hüftthematik mag sein, eine gewisse etwas schlechter ausgeprägte Grundstellung der Hüfte oder der Grundform der Hüfte etc., wie auch immer, aber definitiv auch durch die verkürzten Bewegungsabläufe etc., auch hierzu mit Fehlstellungen, die dann natürlich durch die hohen Belastungen, extrem hohen Belastungen mit der Häufigkeit der Folge der hohen Belastungen natürlich einen wesentlich höheren Verschleiß bringen. Also das Thema ist wesentlich eher gekommen, als hätte es überhaupt kommen müssen oder vielleicht sogar hätte gar nicht kommen müssen, wenn man eventuell manche Sachen korrigiert hätte. So, das muss man also wirklich sagen, das kommt vom Tun. Also das Tun ist dementsprechend der Auslöser. Wenn der Auslöser etwas bringt, was einen Schadensfall darstellt, ist der Auslöser definitiv falsch. Das dann weiter zu tun, ja, da kann man eigentlich nur die Worte finden, dämlich. Anders kann man es nicht formulieren. Weil tun schlecht, brutal schlechtes Ergebnis, aber weiter tun. Wenn man das Ganze also so betrachtet, kann man keine anderen Worte finden als einfach dumm. Oder mutwillig, grob fahrlässig, dumm. Was anders kann man in dem Zusammenhang nicht definieren. Das heißt aber, und jetzt will ich es nochmal explizit vorausschicken, ich persönlich wünsche am Roman Fritz alles, alles Gute. Ich hoffe, das geht irgendwie gut. Ja? Hoffe auch, dass er noch rechtzeitig die Kurve kriegt und sich die Türe nicht so zuschlägt, dass danach kein Leben mehr gibt, was außerhalb von einem Krüppel sich befindet oder eventuell zum frühzeitigen Tod führt. Warum dann seine Freundin eine extreme Bereicherung seines Lebens sein soll oder die große Stütze seines Lebens sein soll, erschließt sie mir persönlich auch nicht. Weil wenn die Freundin ihn so lieben würde, wie das da anscheinend so den Anschein hat, dann würde sie auch versuchen, hier Einfluss darauf zu nehmen, dass er von diesem Irrweg abkommt. Weil, und das will ich auch begründen, diskreditieren würde heißen, ich schmeiße das einfach in den Raum und mache einen Roman schlecht. Das will ich gar nicht machen. Der Roman ist meiner Meinung nach extrem in seiner Denke gefangen und ist eigentlich Opfer seiner selbst. Das denke ich persönlich. Das ist auch das, was aus über 30 Jahren in dem Bereich, wo ich jetzt tätig bin, gesehen habe, wie die Menschen selber an ihrer eigenen Denke kaputt gehen, weil sind wie Junkies in ihrem eigenen, nicht falsch verstehen, in einem hormonellen Stoffwechsel sozusagen gefangen. So, das beläuft sich dann auf viele Geschichten. Also Morphinderivate, Enzephalin, Ertrophin etc., wie auch immer, also Morphinderivate im Bereich vom Gehirn, also auch Schmerzunterdrückung etc. Was man dann gar nicht alles sagen will, was außenrum noch irgendwie die ganzen Sachen noch irgendwie stabilisiert und so weiter. Also diese Punkte halten dann einen fest und dann hat man sozusagen einen Tunnelblick und man fokussiert sich auf das Wesentliche in seinem Leben. Und das Wesentliche in dem Leben ist so leider etwas, was gegen einen sich selbst richtet, mit jedem Tag, wo man es tut. Also jeder Schritt, den er macht, ist einmal gegen sich selber richten. Und jetzt hat der Roman Fritz eine brutal hohe Trainingsmoral, in Anführungszeichen, trainiert, 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 trainiert. Das kannst du schon gar nicht mehr erklären mit sinnvoll. Hat also nichts mit einer sinnvollen Stimulationsphase zu tun, weil die Regenerationsphase adaptiv hierzu außerhalb der muskulären liegen muss und nicht sollte, sondern muss. Da kommen wir dann auf chronische Entzündungsprozesse und zugehörigen Ausgleichsprozessen im Körper, um diese Entzündungsprozesse in ihrer Schädlichkeit irgendwo zu dämpfen oder eigentlich auch irgendwann zu beenden. Weil Entzündungen vorlaufen zur Regeneration, also zu Heilungsprozessen. Und da wollen wir auch gar nicht so das Thema auslassen, was damit mit Kalziumprozessen im Hintergrund passiert. Also, das soll jetzt gar kein medizinisches Video werden. Ich bin ja kein Arzt. Ich bin ja, so wie viele sagen, der absolute. Ja, wie auch immer, schenkt euch diese Worte oder denkt euch diese Worte selber, was der eine oder andere draußen kommuniziert über mich. Aber das Thema ist sehr simpel. Jeder, der ein bisschen Ahnung von Medizin dann hat, kann sich das dann selber erklären. Entzündungsprozesse, Gewebsübersäuerung, Kalziumeinlagerung innerhalb der Zellen etc., was dann eben da passiert mit Verknöcherung und, und.
alles keine Hexenkunst, ja. So, diese Problematik liegt außerhalb der hormonellen Unterstützung, die eventuell dann Heilungsprozesse einleiten soll. Tut es halt dann da nicht wirklich. Und da haben wir auch limitierende Prozessfenster eben über Zeitreduktionen. Also die Zeit da einfach zu reduzieren und zu sagen, ja, das geht halt einfach viel, viel schneller, weil ist da halt falsch, weil braucht die Zeit halt eben doch. Also sprich die Regenerationszeit per se. So, das heißt, relativ schnell ins Training zu kommen, sind Stimulationsphasen, die natürlich verhindern sollen, dass die Muskulatur weggeht wegen Reizverlust. Das ist nicht falsch, das ist so gesehen auch richtig, aber es hat nur punktuell betrachtet auf Thema Muskeln. Das hat aber nichts mit dem ganzen Organismus zu tun. Das hat nichts mit der Energielevel zu tun, die auch für Regenerationsprozesse, Gewebeaufbau etc. oder eben auch für die Deregulierungsprozesse bei entzündlichen Prozessen eben passiert. So, es kann also dazu führen, dass das Immunsystem durch chronische Überlastung, was dann eben da auch passiert, eben dann zusätzlich bei chronischen Entzündungsprozessen eben dann auch zu Infektionen führen kann. Jetzt mal so ein kleines Beispiel am Rande, falls der eine oder andere wieder schreit und das halt nicht glaubt. Wer schon mal einen sterilen Abszess gehabt hat, also hat was gespritzt, was sie halt wegen Sättigungsgrenze oder wie auch immer verkapselt hat, und diese Verkapselung hat halt dann gerieben und gerieben und gerieben, und irgendwann hat sich durch das Reiben ein Entzündungsprozess so entwickelt, der sogar zum Eitern angefangen hat, also Abstoßungsreaktion. Keime sind ja im Körper auch immer mit dabei. So, diese Reaktionsgeschichte kann sogar bis zu einer Sepsis führen. Tja, nicht selten. Also alte verkapselte Geschichten, die immer wieder sozusagen durch hohe Druckbelastung aufplatzen etc., kann passieren. Haben wir also bei Fremdkörpern im Körper immer Immunreaktion, also sprich bei Implantaten ja sowieso ganz genauso. Und dementsprechend könnte man hier eine Korrelation sehen. Überlastung, chronische Überlastung, Entzündungsprozesse, weil Schädigungsprozesse, also sprich im Bodybuilder-Denke heißt es Aufbauprozess. Normalerweise heißt es, in einem normalphysiologisch denkenden Bereich heißt es, entzündliche Prozesse wegen Gewebszerstörung, da kommen dann dazu die Sachen wie Eisenauslagerung reaktiv im Gewebe, alle diese Faktoren. So haben wir also im Grundbereich keine gute Voraussetzung, um einen Heilungsprozess von schweren Schädigungen durch Fremdeingriff, also sprich medizinische Operationen, Fremdeingriff von außen, Gewebszerstörung etc., also großer, großer Bereich, wo eigentlich das Immunsystem viel zu tun hat, wo man dann eigentlich den Gesamtorganismus nicht noch weiter schädigen sollte. Mal davon abgesehen, dass man das ganze Zeug ja nicht rumpumpen sollte, in dem Fall. Tja, was soll man dazu sagen? Ich weiß nicht, wie ich es anders formulieren soll, als borniert, engstirnig, eingeschränkt, dämlich. Anders kann man es gar nicht irgendwie zusammenfassen. Der wichtigste Punkt hierbei wäre eigentlich, dass man versucht, in seinem Leben einen ausgleichenden Faktor zu finden, zu generieren vielleicht am besten. Das Leben mit der Freundin, das Aufbauen der Firma. Ich hoffe und drücke ihm da alle Daumen, dass eben dann auch die Geschäfte zumindest gut laufen. Die Geschäfte zumindest nicht so, dass sie ihn weiter an der Stange halten, um das zu tun, was er momentan macht, sondern vielleicht die Geschäfte so zu führen, dass er vielleicht rausfindet aus diesem Dilemma, aus diesem in sich selber gefangenen Käfig, wo er sich selber eingesperrt hat. Also was man Bodybuilding nennt oder eigentlich chronische Zerstörung. Ich mache mich so schnell wie möglich zum Krüppel. Wer es immer noch nicht glauben kann und mich jetzt eben wieder als Querulanten in der Bodybuilder-Szene bezeichnet, ich formuliere es jetzt mal so, ich kriege auch ziemlich böse Kommentare in dem Bereich, ich muss jetzt dann eh gleich ins Meeting rein, also dementsprechend machen wir es jetzt kurz. Wir sind im Gesundheitsbereich, man kann es hinten schon sehen. Ich habe mich rechtzeitig aus der Szene rausgenommen und bin in die andere Richtung gegangen. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich habe auf Instagram vor kurzem einen Post gemacht. Ich verstehe das. Ich mag den Sport genauso gerne. Aber ich will nicht sterben dran. Sterben ist kein Verdienst. Zum Krüppel werden ist auch kein Verdienst. Und die Belastung und die Entlastung ist ein ganz ein wichtiger Faktor. Eigentlich heißt es, so clever wie möglich zu agieren, im Endeffekt wie das Pareto-Prinzip. 20% Einsatz bringt 80% Erfolg. Hängt es euch nicht auf die Zahlen auf, sondern kurze Stimulationen setzen, die als Reize so definieren, dass die Regeneration, die man danach nachgibt, dazu führt, dass es eine Superkompensation bringt. Ja, Markus, halt die Klappe, redest schon wieder wie bla bla bla. Will ich gar nicht gescheit daherreden. Ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte, kann man
sich eigentlich auch logisch sehr klar zusammen definieren. Entzündungsprozesse dürfen nicht chronisch werden. Und Entzündungsprozesse kann der Körper besser selber behandeln, als man das permanent mit Medikamenten versucht. Also, meine Lieben, ich will an Roman Fritz gar nicht diskreditieren, überhaupt nicht. Lasst euch das bitte gesagt sein. Ich wünsche, Roman, falls du das Video sehen sollst, ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich hoffe, es verheilt, aber mach dir vielleicht mal Gedanken darum, dass Stimulation nicht heißen sollte, so in einem hohen Arbeitsmoralfenster sich selber einzusperren. Du machst definitiv viel zu viel. Viel zu viel. Auch bist du, und das sage jetzt ich, obwohl ich auch immer am liebsten nur lean gewesen wäre und bin meistens auch viel zu lean, du bist für die hohe Trainingsbelastung auch viel zu lean. Also viel, viel zu trocken, was das nicht besser macht. Aber das größte Problem ist, dieser Ehrgeiz nach vorne und vorne zu gehen und dabei komplett zu verbrennen. Ich hoffe, du findest den rechtzeitigen Ausstieg. Ich hoffe auch, wenn deine Freundin dich wirklich so sehr liebt, dass sie das eine oder andere Mal dich auf die Seite zieht und sagt, pass mal auf, schau mal her, das ist Wahnsinn. Das ist Krüppel. Und wenn du weitermachst, haben wir keine Zukunft gemeinsam. Bitte änder das. Ich drücke dir alle Daumen und ganz, ganz viele Grüße und ich hoffe, das geht gut. Ja. Mach nicht so viel, brauchst du gar nicht und für Zukunft sowieso nicht. In dem Sinne, ganz liebe Grüße an die Sportler draußen. Passt bitte auf, macht euch nicht kaputt. Und jetzt muss ich ins Meeting, muss ich wieder Gas geben, muss ich wieder was tun. Also, ciao, ciao.